So, um die Glocke ist ebenfalls vor 8 Jahren instand gesetzt worden. Das heißt, da ist ein neues Joch eingebaut worden mit Kugellagern. Früher war das bloß Zapfen, die in den Balken sich schon so eingeschliffen hatten, dass das ganz schwer ging. Kaum einer wollte noch läuten. Und im Prinzip ist es jetzt so, dass sie elektrifiziert ist. Also kann man ganz kurz mal nur auf den Schalter drücken. Dann, da haben sie für die Männer schon das Spielchen gemacht. Ja, ne? Man will das nicht zu laut und zu lange lassen. Läuten Sie doch bei den Verstorbenen? So wie ja, es deswegen, sonst ist es immer so um 12, um 11 Uhr, zwischen 11 und 12 werden ja, wenn einer verstorben ist, die Verstorbenen überläutet. Mhm. Und deswegen wird man jetzt auch nicht länger die Glocke anlassen, sonst sehen Sie, dass die leider nicht kommen. Ja. Dann werden schon mal die Leute alle munter und werden nachforschen. Genau. Und ansonsten ist es so, also wir hatten es auch dann am Sonnabend zum Wochenende mal 3-4 Minuten läuten lassen, haben wir aufgrund des maroden Turms gesagt, ehe uns die nächsten Fächer noch ausfallen, lassen wir das weg und läuten nur noch zum Gottesdienst oder wenn Beerdigung oder Hochzeiten und so weiter sind. So, das zur Glocke. Achso, die Glocke selber ist auch mit einer der ältesten in der Altmark. Der Herr Klietz ist ja der Glockenbauer aus Berkau, der die Instandsitzung durchgeführt hat und der hat uns dann einen Bericht geschrieben. Aufgrund der Symbole der Glocken und der Glocke und der Form der Glocke muss die um 1460-70 gegossen worden sein und damals waren in der Altmark diese Wanderglockengießer unterwegs, die meisten aus Nordrhein-Westfalen oder aus der Eifel kamen und haben dann hier vor Ort die Glocke gegossen. Und ich weiß es vom Winde als Beispiel, dahinter dem Friseur, die Petra, der Salon Petra, da ist noch eine Glockenkuhle. Die hat ihren Namen heute noch und zwar haben sie damals eine Form aus Lehm vorbereitet und den Guss mit Bronze direkt im Ort durchgeführt. Ja. Und diese Glocke ist deswegen so alt, weil sie noch keine Schrift hat, sondern 5 Symbole eingegossen sind. Also rundherum in dem oberen Teil der Glocke sind 5 Symbole und das deutet darauf hin, das hat er auch gedeutet, was die Symbole zu bedeuten haben. Ich habe es jetzt nicht hier, ich hätte es Ihnen aber sonst sagen können. Dass die ersten Glocken waren, die hier in der Altmark mitgegossen wurden. Und zwar hat die Glocke aus Wulkau auch diese Symbole. Also das sind so die ältesten Glocken. Während später haben sie meistens eine Schrift drin, ja, also, wo man es direkt auch lesen kann, entweder auf Latein oder nachher in Deutsch. Aber wie gesagt, die ersten waren nur mit Symbolen gegossen. Und dieser hat diese Tulpenform, wo er erklärt hat, ja, das ist eine sehr alte Glocke. Wie sind Sie rumgekommen, über den Krieg abzugeben? Ja, wir hatten früher mal 2 Glocken. Und eine ist schon im Ersten Weltkrieg mit eingeschmolzen worden. Ah, ja. Und die ist dann noch als letzte